einspaziert, hereinspaziert. Kommen Sie rein, junges Fräulein. Kommen Sie rein. Ich bin schon. So, wo stelle ich den Wasserkocher rein? Ach, den stelle ich mal zur Seite. Ja. So. Ja. Sind wir wieder am Freitag, hä? Ja. Dann sage ich mal Halli, Hallo, Hallöle, Leute. Da sind wir wieder. Das Anton. Das Dösbattle. Und der Döskop. Und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu Futtern mit Dös. Genau, genau. Und auf das freue ich mich umso mehr. Ja, da haben wir schon lange drauf gewartet. Sehr, sehr lange drauf. Mhm. Bevor es losgeht, muss ich sagen, also ich habe mir den Ton vom letzten Stream angehört und der war halt echt scheiße. Ah. Ne? Diese Induktionsplatte macht Lärm. Und ich mache einen Soundfilter drauf, also einen Geräuschfilter, was das rausfiltert. Und dadurch wird dann unserer Ton aber auch scheiße. Ah. Diesmal lasse ich den weg. Ihr hört also die Lüftung von diesem Gerät. Mhm. Sollte aber leiser sein als wir, hoffe ich mal. Hoff's. Ich hoffe mal, es ist leiser als wir. Und Dös? Und ich habe letzte Mal das Video meiner besten Freundin geschickt. Sie ist hungrig geworden. So soll es sein. Um 23 Uhr. Ja, so soll es sein. Ich packe jetzt erstmal ein bisschen hier was zur Seite. Das Kann Enton, ich helfen? Das Shirt. Das hier landet dann damit drinne. Aber die Hauptzutat, das sind die hier. Das nennt sich Tteokbokki, glaube ich. Reiskuchen. Das sind koreanische Reiskuchen, die mit einer leicht scharfen, ich denke mal, tomatenbasierten Soße kombiniert werden. Kann auch sein, dass da ein bisschen, weißt du, wie dieses Spicy Chili Zeug heißt? Das ist so diese rote Bohnenpaste. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber es gibt so eine Bohnenpaste, die Koreaner benutzen, um... Das schmeißen die überall rein. Ja, aber ich weiß nicht, wie Wir haben das sogar im Kühlschrank stehen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es basiert quasi darauf und dann noch ein paar andere Sachen. Ne? Mhm. Ein bisschen wahrscheinlich Reiswein und sonst was, weiß der Geier. Ne? Kann man fertig kaufen, kann man sich ein Rezept irgendwo raussuchen, um es nachzumachen. Dazu habe ich noch Fishcakes gekauft. Ne, das sind diese kleinen süßen Dinger, die man immer auf Ramen sieht, ja. Aber halt hier ohne Motiv, einfach nur plain Fishcake, also geschredderter und gepresster Fisch. Dazu ein bisschen Lauchzwiebel geschnitten, ne? Mhm. Und mehr braucht man dann gar nicht. Ja. Ne? Wir schmeißen jetzt mal dieses Monstrum an, das Ding hier. Ja, da bin ich gespannt. Dazu musst du mal da drüben den roten Knopf drücken. Hab ich. Ja. Und das wird jetzt ein bisschen laut, aber wir müssen halt ein bisschen drüber reden. Wird schon irgendwie gehen. Ja. Wenn ich herausfinde, wie es funktioniert. Da. Okay. Jetzt habe ich schon ein bisschen Wasser, was ich vorher gekocht habe. Schon mal vorbereitet. Dass es schon mal ein bisschen heiß ist. Weißt du? Stammt schon. Ich denke mal, das reicht so ungefähr. Ich weiß es nicht genau. Wir müssen jetzt mal Pi mal Daumen machen. Oha. Ja, und dazu kommt gleich das hier mit rein. Jetzt Achtung, dass das jetzt... Es könnte jetzt ein bisschen spritzen. Ich gehe schon mal zur Seite. Mach die mal ein bisschen vorsichtig rein. Ja, die sind noch gefroren. Die kauft man gefroren. Ist halt so. Wie gesagt, Reiscake. Ne? Tteokbokki heißt es, glaube ich. Kannst du es zur Seite legen? Na? Ich hoffe, das reicht so vom Wasser her. Ich hoffe, man kann uns noch verstehen. Aber diesmal hört man auch das Ding summen. Ja. Letztes Mal, wie gesagt, ich habe es ausgemacht, dass man es hört, aber dadurch war der ganze Ton dann im Arsch. Mhm. Ja. So. Und diesmal esse ich mit Gabel. Ich hätte das Wasser wahrscheinlich erstmal zum Kochen bringen sollen, aber es war ja gerade noch kochend. Ja, das. Aus dem Wasserkocher. Ich habe super gekocht. Während das sich jetzt hier langsam vorbereitet, haben wir natürlich wie immer einen kleinen Snack dabei. Ja, nicht nur einen, sondern zwei. Ich hoffe, das fängt jetzt echt schnell an zu kochen. Oh. Wer macht da Geräusche? Xela! Hallo Xela! Du hast mich nicht erschreckt! Hi. Wir haben Crunchy Fries. Das sollen Pommes sein. Guck mal. Das sollen Pommes sein. Einmal mit Sichuan Spicy
Und einmal Original-Flavor. Also einmal Standard und einmal Sichuan-Spicy. Sichuan-Peppercorn habt ihr bestimmt schon mal gehört. Mhm. Ich hoffe mal, es ist ein bisschen pfeffrig. Und es sieht wirklich aus wie Pommes. Getrocknete Pommes. Gucken wir uns das mal an. Das knackt. Xela sagt, also wenn du dich über He-Man erschreckst. Er wollte dich nicht erschrecken. Weil ich muss Hallo sagen. Ist interessant. Okay. Das ist wirklich so richtig komplett ausgetrocknete Pommes. Mit ein bisschen Pfeffer. Wie schmeckt deine? Normal. Fehlt ein bisschen Salz, finde ich. Weißt du? Sieht gar nicht salzig. Aber interessant. Interessanter kleiner Snack. Ausgetrocknete Pommes. Die lagen 3 Wochen bei McDonald's und wurden dann in China nochmal nach China zurückgeschickt. Da wurden die neu verpackt und wieder verkauft. Oh Gott. Ja. Kann man ein bisschen mit Chips vergleichen, ne? Bitte wie Chips, ein bisschen dicker als Chips. Und irgendwie, ich finde, ein bisschen unterwürzt. Fehlt so ein bisschen was. Aber naja. Hier fehlt so ein bisschen Power, merke ich gerade. Das müsste viel stärker kochen. Aber das liegt halt daran, das ist eine Induktionsplatte. Es tut mir leid. Also jetzt auf dem Gasherd oder allgemein auf einem voll aufgedrehten Herd mit richtig heiß kochenden, blubberndem Wasser würde das wahrscheinlich ein bisschen besser gehen. Das Ding ist gerade ein bisschen, naja, underwhelming. Ja. Aber das soll jetzt 2-3 Minütchen hier kochen. Und dann schmeißen wir die Soße dazu, die Fishcakes und die Zwiebeln. Ja. Mal gucken, wie es wird. Ich nehme noch ein Stück und dann würde ich sagen, heb mal ein bisschen was für die Regie auf. Ja. Die wollen doch auch probieren. Ist okay, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie viel ich dafür bezahlt habe. Aber es war definitiv zu viel. Ganz ehrlich, also für den Preis, den ich bezahlt habe, hätte ich bei McDonald's eine riesen Portion Pommes bekommen können. Mehrere Portionen Pommes. Und die wären frisch gewesen. Also als Snack, der vorher schon fertig ist, okay, mir fehlt Salz und es ist zu teuer. Viel zu teuer. Würde ich nicht weiterempfehlen. Ja. Jetzt kommt der Pfeffer durch. Der Sichuan-Pfeffer. Jetzt kommt der an, ja. Der Sichuan-Pfeffer. Bei mir kam es die ganze Zeit an. Jetzt kommt der an. Guck mal hier, die Platte ist ja auch nicht so optimal, ne? In der Mitte blubbert's, außen ist alles still. Außen das Wasser kocht nicht mal. Oh, ich habe echt Sorgen, was das hier angeht. Ob das richtig durch sein wird am Ende und so. Ich hoff's. Das blubbert in der Mitte, aber außen steht es still. Das ist nicht sehr schön, muss ich sagen. Naja, dieses ganze Kochen hier im Stream ist gerade so experimentell, ne? Ja. Da müssen wir uns langsam reinfinden. Vielleicht doch ein anderes Gerät benutzen. Oder doch dann in der Küche machen, ich weiß es nicht. Ja. Aber in der Küche habe ich nicht so eine gute Kamera und nicht so ein gutes Mikrofon. Und ich will nicht den ganzen PC rüberstellen. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, auf geht's mit der Soße. Wir kippen langsam mal die Soße mit dazu, dass es sich da ordentlich auch reinmischen kann. Oh, die schmeckt gut. Die ist leicht süßlich.
Jetzt müsste man hier eigentlich nochmal mit einem Schluck Wasser reingehen, um die ganze Soße rauszuholen. Ja. Mach gut. Servus! Sing Ding Ho! Ah, bei dir gibt's Gulasch? Aber in ein paar Stunden. Ah. Gulasch ist auch geil. Und Bäcker Mahlzeit, ja auch. Kommst du an den Mülleimer ran da hinten? Dass es nicht hier irgendwo auf dem Boden landet? Super, danke dir. Danke dir. Tja, ein Vorteil hat das hier in der Ecke zu sitzen. Oh Gott, das klebt hier unten schon an. Das ist irgendwie gar nicht gut, ey. Oh oh. Hier unten kocht das so sehr, dass es anklebt. Ja. Und an der Seite blubbert gar nichts. Schon merkwürdig. Ich bin echt gerade ein bisschen enttäuscht, was die Performance von dieser Platte hier angeht. Moment. Und er schreibt, den Gulasch kocht seit 19 Uhr. Ja, Gulasch braucht lange. Oh, der Geruch kommt zu mir. Duftet gut, aber es klebt alles unten an. In der Mitte hier klebt alles unten an. Das wird eine Heidenarbeit dann beim Aufräumen. Spaß, ey. So, dann schmeiße ich jetzt mal noch die Fischcakes mit rein. So, die sehen so aus. Dass die auch mal ein bisschen die Soße schmecken. Die ordentlich durchziehen können. Reiskeks und Fischcakes. Was für eine Kombination. Ja. Ja, putzen danach ist immer mies. Ja, es klebt hier unten richtig am Boden schon fest. Ich merke es jetzt schon. Weil das nur in der Mitte hier kocht und außen irgendwie nicht. Gar nicht. Gefällt mir nicht so richtig, muss ich sagen. Aber naja. Dann schmeiße ich jetzt noch ein bisschen was von den Zwiebeln dazu. Aber nicht alles. Ach so. Ich will am Ende noch ein bisschen was für die Garnitur haben. Weißt du? Zum schön machen. Er sagt schön machen, ich auch essen. So. Ich krieg jetzt schon Hunger. Tja. Es sieht gut aus, es riecht gut. Aber ich weiß noch nicht, ob die schon ganz fertig sind. Ein bisschen würde ich dem noch Zeit geben, dass es noch so ein bisschen einkocht. 2-3 Minütchen vielleicht, dass die Soße noch ein bisschen dicker wird. Und dann würde ich es probieren. Theoretisch ist hier alles eigentlich schon ready to eat, weißt du? Alles so wie es ist. Du musst diese Reisküchlein wirklich nur 2-3 Minütchen kochen. Dann sind also erstmal hallo Katzkratz und hallo Madara. Oh, ja, hallo. Und uns geht's gut, oder? Ja. Schlechten Leuten geht's immer gut. Ihnen besonders. Deshalb geht's ja mir immer gut. Ja. Na? Und Döskopf quält mich mit deinen leckeren Duft. Aber wirklich, unten ist ganz, ganz viel leider angesetzt und angebrannt. Nein. Das wird dein Spaß, das ja, zu gucken. Schön einweichen über die Nacht oder sowas. Da. Als würde ich das heute Abend noch putzen. Das wird eingeweicht. Und dann wird das schon irgendwie klappen. Aber es sieht schon sehr interessant aus. Ja. Auf jeden Fall geil. Es duftet herrlich. Es duftet unglaublich herrlich. Ja. Tokboki heißt das. Na? Ich mache jetzt mal die Haare nach hinten weg. Solange er nicht alleine ist, finde ich es in Ordnung, wenn er dich mit Duft quält. Nö, das ist ja alles alleine. Sie kriegt nichts. Hat er nicht mitgeholfen beim Kochen. Ich habe alles allein gemacht. Sag mal, Katzkratz. Kannst du den Katz drücken? Bist du jetzt gerade auf der Seite von Zähler, um mich zu ärgern? Wie, solange er nicht alleine ist. Also er will, dass du auch was abbekommst.
deiner Seite. Aha. So, das kennst du nicht, ja? So, warte mal. Ich schieb das jetzt so ein bisschen nach hinten weg. So. So. Gucken wir mal. Uiuiui. Ich bin keine Zelle oder. Ne? Ich bin keine Seite. Was? Was, was? Nee, die hat von Xela geredet. Xela. Xela ist doch hier ein anderer Zuschauer im Chat. War auf, auf keine Seite. Ach so, auf keiner Seite. Ach so. Ist auf keiner Seite. Er ist nur gegen mich. Weißt du? Also auf meiner Seite. Niemand ist auf meiner Seite. Nur gegen mich. Das stimmt. So, jetzt kann man noch ein bisschen hier reinkippen. Das Schlimmste ist, mir läuft die ganze Zeit über Wasser im Mund zusammen. Ist doch geil. Hast du Appetit? Na, ich habe zu Abendbrot sehr wenig gehabt. Das ist unser Abendbrot. Ja. So. Noch ein bisschen weiter nach hinten weg. Ja, da steht's gut. Und jetzt gibt's hier noch ein bisschen Garnitur. Naja, ich würde nicht sagen Döskopf. Das ist ja nicht auf deiner Seite ist. Das soll schmecken. Danke, Katzka. So. Na dann. Bin ich ja mal gespannt, du. Kannst du mir Gabel reichen? Na, sieht das nicht geil aus? Leider kein Zoom. Den Zoom habe ich wie immer aus, weil er sonst die ganze Zeit nur hin und her zoomt. Das sind jetzt also Reisküchlein und Fischküchlein. Also diese, ich weiß nicht, wie man die nennt. Die Dinger, die man halt so auf den Rahmen drauflegt. Das ist ja auch Fischcake. Ja. Ja? Hallo, Kassa. Und die Soße mit ein bisschen Zwiebeln. Ja. Die Soße ist schon fertig. Man kann sich irgendwo ein Rezept dafür raussuchen. Ich habe mich jetzt für die Fertigsoße entschieden. Geht leichter. Doc Bocchi. Also, lass dir schmecken. Itadakimasu. Mhm. Hat ein bisschen Schärfe. Auf jeden Fall. Hat ein bisschen Schärfe. Mhm. Schmeckt echt gut. Es ist vollgesaugt richtig mit dem Zeug, ne? Und ich weiß gar nicht, wie ich die Konsistenz erklären soll. Fast wie ein Kaugummi oder sowas, ne? Also das ist wirklich so richtig gummiartig. So. Du kaust ein paar Mal drauf. Nicht wie ein Kaugummi, aber so ein Kaudragé, was man zerkaut. Ne? Mhm. Der Fischcake. Fast schon zu fischig für mich. Ich glaube, das ist immer das Problem. Weil ich mit diesen Ramen und ja. Ramyun habe, dass die am Ende für mich zu fischig schmecken. Das sind diese Fischcakes. Schmeckt zu fischig. Wenn ich das Gefühl habe, dass es zu fischig ist, dann schmeckt es für mich zu fischig. Als wäre der Fisch schon nicht mehr gut, weißt du? Weil Fisch soll ja eigentlich nicht fischig schmecken. Na? Wenn der Fisch wie nach Fisch riecht, dann ist er schlecht, weißt du? Nächstes Mal Original Peking Ente dauert 2 Wochen. Bei oh dir? Gott. Toi, toi, toi. Ne, Peking Ente ist übelst viel Aufwand, weißt du, weil ja. Du musst es ja, musst es aufhängen zum Trocknen und alles. Ne? Mhm. Und dann gehst du da noch extra unter die Haut, du löst die Haut von dem Fleisch ab, dass es so extra gut trocknen kann. Also, das ist ja super knusprige Haut und alles, ne? Das ist viel zu viel Aufwand, das kann ich hier gar nicht machen. Ah ne, bei uns? Nee. Das dauert zu lange. 2 Wochen Dauerstream, wie die Ente hier hängt und trocknet, oder was? Warte mal, wie die Ente hier hängt
und nein, trocknet. Nein, nicht Enton. Die Ente? Enton haut schon ab. Oh, das schmeckt gut. Hm? Ein bisschen scharf. Ein bisschen scharf. Also für dich vielleicht ein bisschen zu scharf oder geht's noch? Es geht noch. Ja? Und Katzkratz schreibt, oha, da bin ich dabei. Hm. War ja klar. Also ganz ehrlich, ich habe diesen Fishcake nur mit dazu gemacht, weil auf der Verpackung von der Soße, die wir hier reingeschmissen haben, da stand hinten drauf, um es noch zu verfeinern, Fishcake dazu, bisschen Zwiebel und dann halt auch diese Lauchzwiebel, die ich hier oben drauf jetzt gekriegt habe. Ne? Mhm. Ich finde, man hätte den Fishcake weglassen können. Die Reisküchlein schmecken mir besser. Der Fishcake ist zu fischig. Ich muss jedes Mal lachen, wenn du sagst, ja, zu fischig. Aber es schmeckt. Super. Leicht süßlich. Sehr, sehr schöne Schärfe. Mir gefällt's. Super. Also das war jetzt eine Fertigsoße von Korean Original steht hier drauf. Keine Ahnung. Senpio. Senpio steht hier hinten. Kann man das lesen? Ohne Zoom wahrscheinlich nicht. Nee. Senpio. Tteokbokki Soße Hot und Spicy von Senpio. Was kann man denn kann zu ich nur Fisches, empfehlen. Was kann man denn zu Fisches machen? Dagegen machen? Wenn es zu fischig ist, was kann man dagegen machen? Hm? Weiß ich nicht. Beilagen essen, Reis, Nudeln, sowas. Hm? Dass der Geschmack nicht so übertrieben ist. Aber hier würde ich gar keine Beilage machen, weil diese Reiscakes sind ja schon die Beilage. Ja. Das ist ja quasi konzentrierter Reis. Das ist ja das Gluten aus dem Reis. Mehr ist das ja nicht. Nur einfach nur so eine übelste klebrige Substanz. Fast schon gummiartig. Aber ich finde es lecker. Super. Diese Pommes hier waren so für mich eine kleine Enttäuschung. Aber das ist ein Highlight. Oh, das finde ich geil. Das werde ich auf jeden Fall öfters mal kaufen. Bloß, das ist so nicht so ein Ding, was man einfach mal alleine abends isst, ne? Das ist auf jeden Fall eine Zwei-Mann-Portion. Super. Aber die Fishcakes lasse ich weg. Die gebe ich dir dann. Ich musste leider so ein Kilo-Paket kaufen, weißt du? Die hatten die Fishcakes nur in einem ganzen Kilo-Paket. Und das, was ich jetzt draufgelegt habe, war vielleicht ein Zehntel davon. Ne? Also, ich werde dann über die nächsten Gerichte ab und zu mal bei dir Fishcakes drauflegen. Okay. Dass du sie verbrauchst. Ich finde die nicht okay. Ich finde die nicht gut. Sag mal, das haben wir Servietten. Wir haben keine Servietten vorbereitet. Soll ich welche holen? Ja. Ich habe schon einen Lippenstift. Ich bring dir eine Servette. Okay. Oder zwei. Noch zwei. Oh, ist aber übelst lecker. So. Bitteschön. Ja, also das kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Ich habe die scharfe Version genommen. Kennst mich ja, ne? Es gibt ja auch weniger scharf. Beziehungsweise man kann sich natürlich auch Rezepte online raussuchen und es selber nachkochen. Ich wollte einfach die Fertigversion nehmen, weil es einfacher ist. Aber wer es nicht so scharf macht, nimmt halt die weniger scharfe oder kocht es weniger scharf nach. Ich finde es hammergeil. Leicht süßlich, super geil scharf. Könnte ich mich reinlegen. Was? Ich stell mir das gerade vor, wie du dich hineinlegst. Die Fishcakes, schmecken die dir wirklich? Na klar. Ha 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 ha.
Ich mag die nicht. Ihr habt's gesehen. Ich mag die nicht. Die schmecken nicht. Die sind wirklich zu fischig irgendwie. Das ist komisch, weißt du? Ja, ich bin da merkwürdig. Aber ich mag meinen Frischhaltfisch. Weißt du? Ich mag meinen Frischhaltfisch. Ich mag meinen Fisch halt frisch. So rum wird ein Schuh draus. Yep. Hm? Dieser Fisch schmeckt mir nicht. Aber wird doch langsam scharf. Hm? Fein aufessen, sonst regnet es. Ja. Ich esse alles auf. Auch den Fisch? Natürlich esse ich den auch auf. Ich dachte, ich mache dir einen Gefallen, wenn ich dir was rübergebe. Dann machst du auch. Aber ich esse den schon noch auf, keine Sorge. Oh, jetzt wird mir warm. Hm. Die Portion hätte fast für 3 Leute reichen können. Ein bisschen viel ist es. Aber ja, ich esse halt auch keine großen Mengen, ne? Hm. Jetzt kommt der Schweiß runter. Jetzt kommt der Schweiß. Alter, aber so richtig. Na? Kommt bei mir der Schweiß? Nee, der war schon da. Und ist schon gegangen. Vielleicht schwitze ich nicht, sondern werde nur noch gleich. Ah, eieiei. Hm. Das müssen wir nochmal versuchen. Und vielleicht mal selber eine Soße machen. Nach einem Rezept nachkochen irgendwie. Mhm. Aber die Fertigsoße ist auch geil. Boah. Hm. Ich habe auch mal gesehen, es gibt sogar von Bulldog. Die haben doch diese Fertignudeln, ne? Habe ich gesehen, gibt es diese kleine, wie diese hier. Aber diese größere für Ramen, ne? Oh. Ne, kennst du doch diese kleinen Pakete. Und davon gibt es auch welche, statt Nudeln, mit diesen Reiscakes. Kenn ich. Aus Aber die habe ich im Laden noch nirgendwo gesehen. Ich habe sie nur im Internet gesehen. Bei uns in den Läden, nirgendwo. Würde ich auch gerne mal probieren. Eine Reiscake-Version von Bulldog. Oh ja. Ne? Das ist doch geil. Na? Bei mir ist alles alle, nur noch Soße übrig. Ich glaube, mit der Restsoße kann man morgen einfach nochmal ein paar Nudeln reinklatschen. Nochmal alles zusammensammeln. Also die kippe ich nicht weg. Die kippe ich jetzt nicht weg, auf keinen Fall. Da würde ich morgen einfach nochmal eine Handvoll Nudeln. Vielleicht zum Mittag, weißt du? Und dann nochmal hier so durchmischen. Super. Habe ich sogar auf der Rückseite von dieser Verpackung gesehen. Wenn man diese Tteokbokki nicht findet, die Reiscakes, dann kann man das auch einfach mit Nudeln machen. Ah. Weißt du? Bietet sich genauso an. Na, ist Teig. Wenn es von 3 Leute das Gericht reicht, hättest du mich einladen können. Da müsst ihr mal vorbeikommen, Leute, wenn ihr mitessen wollt. Ja. Müsst ihr mal vorbeikommen. Und guck mal, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Soße. Das, was mir halt Sorgen macht, das hat hier übelst. Seht ihr diese Striche? Es hat die Dinger so ein bisschen reingebrannt. Das wird beim Saubermachen ein Riesenproblem. Ich würde versuchen, jetzt noch die Soße rauszuholen heute Abend. So ein bisschen rauskratzen. In der Schüssel zusammensammeln. Und dann kann man die morgen nochmal auf den Nudel draufschmeißen. Und das Ding einweichen. Er schreibt schon, wo wohnst du genau? Ja. Das wird privat geklärt. Das kann man vielleicht privat klären, ja. Ja. Also Dresden, das ist kein Geheimnis. Braucht deine Schwester ein Glas Milch? Später. Ich kann dir eins holen. Hol es mir bitte. Ja, ist gemütlich, ich hol dir eins. Quatscht ein bisschen also mit dem Chat. Ich lebe noch, keine Sorge. Nee, ich habe kein Sodbrennen. Also Gott sei Dank nicht. Ich mag halt auch Scharfes. Ich habe von Bulldog ja die mit so Carbonara und noch eine andere.
Also ich esse schon sehr gern scharf. So ist das nicht. Danke, tschüss. Mäh? Scharf? Mäh? Nein, nicht so scharf. Nicht so scharf? Ach so. Es wurde schon gefragt, Sodbrennen? Nein. Ich Ach so, Sodbrennen. Ja, Sodbrennen bekommt man dann eher hinterher, wenn man es nicht vertragen hat oder so, ne? Jetzt direkt beim Essen ist es halt die Schärfe. Ich fand es jetzt nicht zu krass scharf, aber ich habe ja auch ein bisschen anderes anderen Standard, ne? Was Schärfe angeht. Ja, und ich esse auch nicht so häufig scharf. Ich fand's super. Wie gesagt, wer es nicht so krass scharf mag, der nimmt halt die mildere Variante. Es gab dort mehrere, 2 oder 3. Ich habe die schärfste genommen. Merkt man. Kennst mich doch. Natürlich nehme ich die schärfste. Ja. Gab's hier in dem Asialaden bei uns um die Ecke. Gibt's bestimmt in jedem Asialaden. Ne? Geht zu einem Asialaden des Vertrauens, sagt wer, ich brauche Tteokbokki. es schreibt sich Tteokbokki, irgendwie sowas. Wird glaube ich, ausgesprochen Tteokbokki? Keine Ahnung. Sagt, ich brauche eine Soße für Reiskeks. Für Reisküchlein. Ne? Manchmal währenddessen kann auch passieren. Echt? Das hatte ich noch nie. Ich hatte es manchmal wirklich, wenn ich so eine richtig, richtig krassen, scharfen Challenges gemacht habe. Ne? Diese 12 Millionen Scoville Pizza, weißt du noch, ne? So da war ich doch dabei. Ja, da hatte ich das schon manchmal, dass ich dann mal nachts aufgewacht bin, so, oh. Das ist ein bisschen unangenehm, ne? Und dann habe ich noch ein bisschen Wasser drauf getrunken, dann vielleicht noch eine Kohletablette. So, das hilft gut. Kohletabletten, das saugt das ganze böse Zeug auf im Magen. Ne? Und dann habe ich mich wieder schlafen gelegt, aber beim Essen hatte ich es noch nicht. Das wäre zu krass. Eine Kollegin von mir und eine gute Freundin hat das mal gehabt. Beim Essen direkt? Ja. Okay, bin ich froh, dass ich sowas nicht habe. Da hat sie auch Bulldog gegessen. Ja? Und hat die ganze Tüte. Ja, ich esse auch immer eine ganze Tüte. Sie hat aber noch nie Scharfes gegessen. Noch nie Scharfes und dann direkt Bulldog. Ja, das ist dann selber schuld. Also, das tut mir leid. Nee, das tut mir nicht leid. Keine Sorge, sie lebt noch. Oh. Ja, ne? Ja, wenn, dann ja. Richtig. Ja, wenn, ja. Dann richtig. Ist genau, ne? Nee, also, wie fandst du das jetzt? Super, oder? Lecker, ne? Super. Toll, freue ich mich. Wollte man mal probieren. Also, ich habe sowas eigentlich schon mal gegessen. Ne, aber ich wollte es auch jetzt mit der Fertigsoße mit dieser hier probieren, wie es schmeckt. Hab dann noch extra den Fischcake dazu. Den Fischcake würde ich für mich weglassen in Zukunft. Da kannst du mir oder wenn ich, wenn wir den zusammen kochen, dann nimmst du den Fischcake für dich und ich nehme den Reiscake. Wow. Ne, aber ja, ne, ich bin kein Fan von dem Fischcake, muss ich sagen. Aber das Gericht an sich, die Reisküchlein, die Soße, hammergeil. Ja. Hammergeil. Hast du schon mal frische Soße? Frische Fische? Schwarzfische. Frische Fische. Fritz. Verdammt. Nee. Fischers Fritz. Fischt frische Fische. Frische Fische. Fischt Fischers Fritze. Oh Gott, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Ich schaff das auch, obwohl ich hier Schafe habe. Noch im Mund hab. Wow. Tja. Nee, also ich fand's geil. Ich auch. Kann es wirklich nur weiterempfehlen. Probiert das mal aus. Ist ein cooles Gericht. Lecker. wenn ihr Vorschläge habt, was man denn sonst noch so probieren könnte, dann sagt Bescheid. Wir haben noch ein paar Sachen auf der Liste. Ja, ich habe noch ein paar Sachen hier zu Hause, die ich schon fertig gekauft habe. Wir machen auch irgendwann, es kommt immer wieder die Frage, Kufu hat heute erst wieder gefragt, wann macht ihr mal wieder Surstreaming? Was heißt, wann macht ihr endlich mal Surstreaming? Nicht wieder? Es kommt irgendwann, aber dann im Sommer. Wenn es heiß ist. Draußen, nicht in der Wohnung. Unter Wasser, wo alle Fische hochschwimmen. Hast du schon mal frische Chilischoten gegessen? Ja, natürlich. Also immer. Ich pflanze doch sogar selber Habaneros an. Und die esse ich dann auch manchmal frisch. Habaneros sind doch schon ein bisschen deftiger als Jalapenos oder sowas, ne? Ich habe jetzt sogar jetzt im Frühjahr was ganz, ganz, ganz Schlimmes angepflanzt. Bin mal gespannt, wann das fertig ist. Ich habe eine Schlimmes. Kennst du die Carolina Reaper? Ja. Ja. Ich habe Carolina Reaper angepflanzt.
Die sollte jetzt im Spätsommer, Frühherbst vielleicht fertig werden. Ist eine sehr scharfe Schote. Es ist eine wirklich verdammt scharfe Schote, die Carolina Reaper. Ist zurzeit eine der schärfsten, die es gibt. Es gibt, glaube ich, eine, die ist schärfer, aber das ist auch wieder irgendeine übelste Kunstschote, die Sachen zusammengemixt und sowas, weißt du, so verrücktes Zeug. Was ist das für eine Pflanze? Das sind alles Chilis. Der Chili. Verschiedene Chilis gibt es ja. Es gibt doch hier Jalapenos, Bird's Eye, Habanero, Carolina Reaper, Scorpion, Trinidad Scorpion und sonst sowas. Es gibt doch so viele verschiedene Chili-Sorten. Ne? Die sind alle mit der Paprika, glaube ich, verwandt. Ne? Das ist alles so diese gleiche Familie. Ne? Aber die Paprika ist ja gerade die keine Schärfe hat. Ne? Ja, wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt oder Wünsche habt, was man hier vielleicht noch so probieren könnte, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Kann auch was Süßes sein. Ich gucke mir das alles an und wenn mir das gefällt, dann bestelle ich das und dann gucken wir mal. Fürs nächste Mal haben wir, glaube ich, was zu saufen. Die Willis, weißt du? Wie heißen die? Dosenwillis. Das nächste Mal haben wir, glaube ich, die Dosenwillis. Bin mir noch nicht ganz sicher. Willi, so heißt Ne? der Hund eines Kumpels von Oder mir. ob wir vielleicht doch noch mal was essen, ich weiß es noch nicht genau. Saufen. Aber wir haben sehr, sehr viele Sachen auf der Liste. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet. Aber wir möchten auch immer oder wir suchen auch immer nach neuen Vorschlägen. Irgendwann gehen mir die Ideen aus. Ne? Könnt ihr gerne was reinschreiben? Aber ich wäre dafür, was zu saufen. Der arme Hund, weil ich habe ja gesagt, Ich wäre dafür, was zu saufen. Was ist denn das hier? ich muss da, Willi, da musst du sofort an den Hund Ach. meines Kumpels denken. Du Da Säufer, trinken du wir Willis. Säuferin. Also Leute, Der arme Hund. Ansage ist gemacht. Schreibt was rein in die Kommentare. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, beziehungsweise wir wünschen euch noch einen schönen Abend, Ja. einen schönen Start ins Wochenende. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal wieder zu meinen Gameplay-Streams rein. Ansonsten, wenn ihr nur fürs Essen hier seid, sehen wir uns wieder am nächsten Freitag, 20 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Der Welle. Ort. Ne? Ja. Ist sogar verlängertes Wochenende. Und zwar mit dem Enton Das Döspattel. und dem Döskopf zu Fudane. Hast du gerade beim Dös sagen gerülpst? Futter mit Also Leute, schönes Oder mit Wochenende. Bis Dös. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, ich hab wirklich eh.